wenigstens. Ah! Titans! Was ist passiert? Nicht so wichtig. Ich habe Infos, dass die Hive daran arbeitet, ihren Tower in eine Weltraumkampfstation zu verwandeln. Ihr habt richtig gehört, eine Weltraumkampfstation! Seht's euch an! Ich werde in den Tower eindringen und ihn zerstören, bevor die Hive ihr finsteres Vorhaben wahrmacht. Ist denn der Hive-Tower nicht so gut gesichert, um es zu versuchen? Daran habe ich schon gedacht. Was sagt ihr dazu? Oh, endlich hast du dein Outfit gewechselt. Nein, ich wechsle nicht mal. Oh, du hast ja keine Ahnung, wie lächerlich dein altes Kostüm aussah. Ja, wir wollten nichts sagen, aber dein altes Kostüm, lahm. Ihr versteht das falsch. Deine neue Stimme finde ich auch gut. Deine alte war ganz schön weinerlich. Titans, go! Jetzt hört mal her. Tut, was ich sage, sonst bekommt ihr von meiner schrillen Stimme noch Ohrenbluten. Ich leg mir kein neues Kostüm zu. Ich gebe mich nur als fieser Schurke namens Red X aus, um so in den Hive Tower zu gelangen. Red X? Aber den Namen behältst du, oder? Ist tausendmal cooler als Robin. Das ist nur vorübergehend! Und wie kommst du darauf, dass die dich so einfach aufnehmen? Wenn ich mir ihr größtes und brutalstes Mitglied schnappe und ein Zeichen setze, werden sie darum betteln. Die Operation ist ganz simpel. Rein und raus. Diese Weltraumkampfstation wird die perfekte Kombination aus Gemütlichkeit und Tödlichkeit. Ja, bitte? Mein Name ist Red X. Ich möchte der Hive beitreten. Weißt du, gewöhnlich nehmen wir so keine neuen Rekruten auf. Was? Glaubst du, ich habe nicht das Zeug dazu? Bist drin. Du hältst dich wohl für tough, was? Oh, jemand muss ihn aufhalten, sonst tut der Mammoth noch weh. Was ist los, Großmaul? Du bist wohl doch nicht so ein harter Hund, was? Halt, halt! Ich hatte gesagt, du bist drin. Oh, Entschuldigung. Tja, wir haben ein kleines Heimwerkerprojekt zu bequatschen. Mach's dir schon mal bequem. Der ist gemein. Ich hab mich doch entschuldigt. Wie ich gesagt habe, rein und raus. Lust auf eine Pizza? Solange sie nicht geliefert werden muss. Denn in 2 Minuten gibt es keinen Tower mehr, zu dem sie geliefert werden kann. Wir haben einen eigenen Pizzasteinofen. Einen echten Steinofen? Nun, bin gleich wieder da. Lasst uns essen. Exzellente Pizza. Knusprige Kruste. Nur schade, dass dieser schurkische Pizzasteinofen zerstört werden muss. Morgen machen wir dann Pizza Hawaii, würde ich sagen. Pizza Hawaii? Bin gleich wieder da. Das Essen ist fertig. Tiefkühlfisch und Erbsen? Sowas will ich nicht sehen. Ich hab Hunger. Aber du hast noch nicht wieder den Mikrowellenofen repariert, wie du versprochen hast. Ach, das heißt also nur, weil ich sage, ich repariere ihn, muss ich ihn auch wieder reparieren? Ihr lebt echt in der Fantasiewelt. Und? Hast du den Hive Tower zerstört? Noch nicht. Es gab da einige Komplikationen. Wir können es ja beim Essen bereden. Für mich nichts. Ich bin voll satt. Die Hive hat einen wunderbaren Pizzasteinofen. Du hast Pizza gegessen? Ja, aus einem echten Pizzasteinofen. Es war super widerlich. Ich zerstöre Ihren Tower gleich morgen. Geht ganz fix. Rein und raus.